Seit Monaten streife ich jetzt schon hier durch die Landschaft. Und immer wieder gibt es trotzdem noch Neues zu entdecken. Guck mal, wenn man hier langläuft, denkt man sich, hey, was ist denn das? Tja, irgendwas Massives aus Eisen, was hier in den Boden geht. Und dann guckt man hier so und dann sieht man, ich glaube, das rechte Hand ist irgendeine unnatürliche Erhebung. Hier wird irgendein Bunker sein. Nur leider wird in dem Bunker nicht der Panzer stehen, den ich suche. Deswegen wird mich mein Weg jetzt weiterführen. Zu anderen Hinweisen. Also habe ich weiter entdeckt. Ich bin weiter auf die Spur gegangen. Vorbei an irgendwelchen alten Wassergräben hier. Die scheinbar ins Nichts führen. Wieder hin zu irgendwelchen Vertiefungen, wo nichts wächst. Und ganz gut einen Panzer abstellen könnte. Die Vertiefungen haben aber meistens wenig Hinweise. Klar, hier haben wir was. Aber das war einfach nur mal Telefonmast oder irgendwas, was hier stand. Aber ob hier Panzer reingefahren ist, denke ich mal eher nicht. Wenig bis gar keine Hinweise. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, an wie vielen künstlich angelegten Teichen ich schon vorbeigekommen bin und die ich quasi begutachtet habe. Hier ist schon wieder einer. Und der ist auch in der Größe ja wieder so, man doch tatsächlich was drin parken kann. Nichts Größeres. Aber diese Teiche, die mit Wasser gefüllt sind, die werde ich ganz zum Schluss erst untersuchen. Es war so eine Brühe hier drin, schwarz wie die Nacht. Ja, also am Anfang werde ich mich erstmal auf die Teiche konzentrieren, die ausgetrocknet sind. Weil von denen hier mit Wasser gibt es unzählige.